So, und jetzt haben wir den Lukas Holm vor der Linse. Der erzählt uns jetzt mal, wie ihr eigentlich überhaupt zu dieser ganzen Geschichte gekommen seid. Ich habe mir im Keller und der Sambacherstrasse im Gundeli habe ich so ein Bier-Kits. Das sind so für Loser-Biermacher. Die kaufen so fixfertige Kits, die können sie aufwärmen im Wasser, kochen und dann einfach abfüllen in Flaschen und dann ist irgendwie so, möchte gerne Bier. Und das ist irgendwie einfach irgendwie noch witzig gewesen, aber das ist nicht das Wahre gewesen. Das ist mehr so, das ist nicht den gelegen. Dann haben wir uns gegenseitig motiviert, zu viert, beim Unser Bier, so einen Braukurs besuchen. Dann haben wir einen Verein gegründet, nach dem Motto einfach, ja, wir gründen einen Verein, dass wir zusammen eine gemeinsame Kasse haben, jeder zahlt mal ein bisschen bei sich und dann haben wir uns da unseren Kollegen Chef dort, der Braumeister, haben wir uns den gekauft. Weil das ist ja so ein Einsteigergerät, oder 50 Liter, ist machbar, kannst handeln, auch alles manuell noch machen. Und dann haben wir, ja, wo machen wir das? Per Zufall habe ich halt in einem Haus gewohnt, wo obendran eine Wohnung leer war. Dann haben wir halt die Wohnung mit den anderen im Haus noch aufgemacht und haben da für Partys machen da drin, haben wir da für Bier brauen. Ja, das wird abgebrochen. Ja, das Haus wird abgerissen, wir haben gefunden, es stört doch keiner. Und dann haben wir da in der Küche gehabt, wir können Bier brauen. Und es hat uns auch echt Spass gemacht, wir haben unsere ersten Erfahrungen können sammeln. Das meiste ist in die Hose gegangen, klar, am Anfang. Letztes Jahr an der Fokus hat der Christoph Schön, der jetzt auch die Schlosserei macht, hat uns an der Fokus, hat auch unser Gastdomizil gewährt. Wir haben bei ihnen können brauen und haben unser Bier dann auch können verkaufen. Das ist eigentlich das erste Mal gesehen, wo wir Bier haben können verkaufen, weil es genießbar war. Es war nicht hervorragend, also unser Mario oder unser Roggenbier ist unterdessen einiges besser als das letzte Jahr. Aber das haben wir dann verkauft und es sind gewisse Leute aufmerksam worden drauf und dann haben wir es halt auch weiterhin verkauft. Und es sind auch Anfragen gekommen, auch von Mario zum Beispiel, darum auch der Name, weil er gerade 10 Kisten bestellt, bevor er einen Schluck probiert hat. Aber wir können nicht momentan mit dem Muster, das wir haben und dieser Menge, haben wir keine Möglichkeit, einen regelmäßigen Absatz zu generieren. Also. Wie ist das mit den Behörden? Schauen die dem einfach zu? Oder sind sie offiziell registriert als Bierbrauer? Ja, also wir haben eigentlich von Anfang an gefunden, wir wollen da, wenn du mit Alkohol zu tun hast und so, ist es immer ein bisschen heikel. Wenn wir jetzt Sirup verkaufen, wäre es etwas anderes. Aber wir haben gefunden, ja, Alkohol, wir registrieren uns, haben uns angemeldet bei der eidgenössischen Zollverwaltung. Und wir zahlen auch unsere Steuern. Also bei der Menge, die wir momentan abgeben, ja, erübrigt sich das eigentlich mehr oder weniger. Aber ich finde, angemeldet sie allein ist eigentlich schon richtig. Auch, dass das so, ich finde es das gut, dass es das so läuft und das auch offiziell. Und ich finde auch gut, dass sämtliche Kleinbrauereien, es sind sehr viele Kleinbrauereien und dessen auch angemeldet und registriert. Und ich denke, das hilft. Hilft allen, um die Bierkultur auch vorwärts zu treiben, dass die Leute sich auch kennenlernen, weil sie wissen, sie sind registriert, man weiss die Adresse voneinander, man kann Kontakt aufnehmen. Weil es ist, ja, es ist einfacher, also man muss go suchen, welche Bar jetzt irgendwo im Hinterhof da irgendwas produziert. Ja. Genug geschwafelt, Lukas, danke vielmals. Es ist ein sehr feines Bier, das haben wir jetzt mehrfach auch schon testet. Es ist eine einheitliche Qualität, kann man sagen. Und wir wünschen weiterhin viel Glück auf dem Weg zum Brauimperium. Merci, das freut mich zu hören. Danke vielmals.